Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich habe hier jetzt nochmal eine Escape from Tarkov-Aufnahme. Die wird aber etwas anders ablaufen, weil aufgefallen ist, dass in meinen bisherigen zwei Escape from Tarkov-Videos auf YouTube sind leichte Ruckler zu sehen. Oh, die waren mir erst nicht aufgefallen. Ein Zuschauer hat es bemerkt und seitdem sehe ich's und kann es mir selber nicht mehr angucken. Ich hätte das auch gerne ruckelfrei. Und damit jetzt das Ganze nicht irgendwie unterm PMC leidet, mache ich hier einfach mal einen Testlauf mit einem Scaff. Ganz easy auf. Ja, wo gehen wir denn hin eigentlich? Ich denke, ja, Customs passt schon. Abends, ach, Nachmittag um 4, halb 5, passt. Ja, und mal schauen, ob die Aufnahme dann besser geworden ist. Ich habe ein bisschen was umgestellt. Läuft jetzt beides über die Grafikkarte. Vorher war das eine über den Prozessor. Da hat sich OBS ab und zu beschwert. Ja, wir schauen, wie es läuft, ne? Ja, und die Nummer mit dem Game Sound im letzten Tarkov-Video, ne? Scheiße. Ach, so ein Mist. Ja, er sucht jetzt hier wieder mal sehr, sehr lange nach einem passenden Spiel. Welchen Grund gibt es, dass der PvE-Modus nicht bei mir lokal läuft, sondern auf deren Servern? Server, auf deren Server. Ich war ja wirklich am Überlegen zwischendurch, ob ich nicht SPT-Mod, die SPT-Mod spielen soll. Da habe ich aber, weil ich es ja auf YouTube und Twitch mache, ein bisschen Respekt davor, wie der Russe hier damit umgeht. Und eventuell irgendeinen Quatsch auf dem YouTube-Kanal oder sonst was macht. Also Battlestate Games macht sich hier keine Freunde, wirklich. Ja, wir haben jetzt hier weitere 4,5 Minuten, fast 5. 15 Minuten Aufnahme und davon bin ich 12 Minuten in der Spielersuche jetzt schon. Wild. Sehr, sehr wild. Gegen Bots kämpfen, ja nur, ausschließlich. Ich habe keine Lust mehr gegen Spieler in Tarkov zu spielen. Ich werde das Spiel auch erstmal eine ganze Weile nicht gegen Spieler spielen. Weil, ja. Und dann so lange warten. Eben, genau. Das ist es ja. Das ist ja das Problem. Ich verstehe nicht, warum ich nicht bei mir lokal das Spiel laufen lassen kann. Das connectet irgendwie zu deren Server und was weiß ich. Warum kann das nicht im PvE-Modus lokal bei mir auf dem Rechner laufen? Verstehe ich nicht. Und das ist jetzt heute ja nur eine Testaufnahme. Oh Mann, ey. Ach. So, also mein Spiel läuft super flüssig. Ich hoffe, der Stream auch. Und ich bin gespannt auf die Aufnahme nachher. Ich hatte Lags in den YouTube-Videos. Dreh mich mal hier so ein bisschen gleichmäßig im Kreis. Weiß ich nicht. Einfach mal irgendwas getestet. Ich hoffe, ich sterbe auch nicht gleich, sonst muss ich ja wieder so lange warten. Ich muss relativ zügig, würde ich sagen. Hier durch. Wir Blink Steps gehört.
Ja, hier hinter. Da läuft eigentlich kein Bot lang. Es müsste ein PMC-Bot sein. Also ein Bot schon, aber kein Scav. Nee, du bist doch... Hä? Was bist du denn? Bist du ein PMC? Das kann kein Scav sein. Denke ich. Wo ist er hin? Man darf nämlich nicht einfach alles töten, was einem begegnet als Scav. Du könntest halt ein Bot-Scav sein. Das ist jetzt echt schwer zu erkennen. So ein Bot-Scav, der... sich wie ein Spieler verhält. Normalerweise erkennt man es immer ein bisschen an der Kleidung, die die tragen. Also wenn man PvP spielt. Wie sieht denn der Stream aus? Alles flüssig? Du bist ein Scav auf jeden Fall. Und da der andere hier nicht rumgeballert hat, ist das auch ein Scav, der hier durchrennt. Da steht einer im Gebüsch. Ich habe mich schon gefragt, was sind das für Geräusche? Wait. Hat er gerade Englisch geredet? Ja, der hat Englisch geredet. Scavs reden kein Englisch. Lol. Witzbold, ey. Mit dieser Cappy auf. Paul, grüß dich. Du hast Geld angefangen. Viel Spaß. Nice. Etwas unscharf manchmal. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich gucke nachher auf jeden Fall in die Aufnahme rein. Das ist ja jetzt hier auch eher so ein Testlauf. Da drin höre ich Leute rennen. Seit wann gibt es hier Hunde? Wobei ich den eigentlich nicht von hier hätte hören dürfen. Okay, du bist ein Scav. Ne, ihr seid... Doch, ihr seid Scavs. Lol, mein Gott. So schwer zu erkennen, ey. So, was schmeiße ich jetzt weg? Das hier. Das hier.
schmeißen wir davon ein so ein Magazin weg. Genau. Größerer Rucksack? Nee. Was ist das denn? Griff? M1911 Griff. Munition. Ja, jetzt hier auf die Schnelle nichts Spannendes gefunden. Ich will auch nicht ewig looten. Will hier ein bisschen durchlaufen. Vielleicht noch einen Kill machen. Okay, hier ist noch alles voll mit Scavs, das heißt, hier wird wahrscheinlich kein PMC-Bot sein. Schauen wir mal ganz kurz, ob ich hier noch was Spannendes finde. Ja, für eine Quest. Warum redet der? Die reden eigentlich nur, wenn sie irgendwas gesehen haben. Dachte ich jedenfalls. Vielleicht wurde das geändert. Der haut sich erstmal die guten Emilias rein. Diese Halle hier mag ich gar nicht. Im PvP hier schon sehr, sehr viele Kämpfe verloren. Den ein oder anderen auch mal gewonnen, ja, aber... Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man verliert viel mehr, als man gewinnt. Level 3 Weste. Ja, die kann man aber aufrüsten, ne? Wahrscheinlich ist das gar nicht schlecht. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe nicht so viel Platz. Eine Bommelmütze. Ah, guck mal, Kopfhörer, nice. Können wir schon ein bisschen besser hören. Die guten Noise-Canceling-Kopfhörer. Bist du ein Bot? Weiß ich nicht. Also ein Scav, muss ich sagen. Weil Bots sind ja hier alle. Ja, du siehst aus wie ein Scav im ersten Moment. Du läufst auch wie einer, aber hier sind ja jetzt alles Bots. Deswegen echt schwer zu erkennen. Manchmal. Was ist los, Scaffy Boy? Ha? Was ist los?
nochmal so eine wilde Halle, in der ganz gerne eigentlich im PvE-Modus Leute sitzen. Ich höre nur den Scaff auf dem Dach. Auch eine Sache, die total ungewohnt ist, weil eigentlich... Ich weiß hier wirklich nicht, was gut ist. Außer, dass die ganz gut ist. Die will ich mitnehmen. Das kann weg. Komm, wegwerfen. Ich habe ja die andere Shotgun dabei. Da muss ich nicht den Quatsch mitnehmen. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das brauche hier. Keine Ahnung. Wird schon passen. Ich glaube, hier bei dem Auto gab es auch spannenden Loot. Nix da. Wait. Was ruft der da draußen rum? Ist immer noch der auf dem Dach, ne? Ich mit der Shotgun hier. Wenn irgendwo in der Entfernung da oben drauf irgendwo einer sitzt oder so, keine Chance. Ich würde auf jeden Fall mal in die Richtung... Scaff. Der auf dem Dach. Bis jetzt kein weiteres Feuergefecht. Laufen die Scaffs echt bis hier vor? Oder bist du gar kein Scaff? Scaff, sondern ein Scaff-Bot-Scaff. Ja, also Singleplayer-Tarkov, ich habe keine Ahnung. Hier, PvE. Es ist ja nicht Singleplayer Tarkov. Singleplayer Tarkov gibt's ja auch. Das ist eine Mod. Aber da habe ich einfach ein bisschen Bammel, ob BSG das so cool findet. Ja, ich gehe jetzt einfach mal raus. Ich glaube... Nee, warte mal. Scaff Checkpoint. Müsste ich hier rauskommen? Oder hier? Ich glaube hier, oder? Kann das sein? Ist das hier ein Scaff-Ausgang? In der Ecke. Hier gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Loot. Ja. Wird schon passen. Oder war hier ein Ausgang? Ah, hier ist der Ausgang, jawohl. Nehmen wir den einfach mal. Einen PMC erwischt. Und nach einer langen Wartezeit einen kleinen Scaff-Run als Probeaufnahme machen können. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, haut rein.